Hi Leute und willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Wir haben im letzten Part, Heather getroffen, die sich ein bisschen verknallt hat und, ja, unser Ghoul ist. Und ja, wir können sie als kleine Blutbank benutzen. Wir haben hier eine kleine Ratte geholt und wir haben, Nines hier getroffen. Nines Rodriguez. Der uns schon zweimal den Arsch gerettet hatte. Wir sollen hier herausfinden für Lacron. Wie auch immer, was hier vor sich geht, warum dieser Anführer sich hier versteckt hält. Geht's dir gut? Wah! Was zum... Wow! Okay, pretty cool. Wir sind ein paar Freaks. Auftragsbuch aktualisiert. Was haben wir denn so im Logbuch? Sie haben gerade Grouts Anwesen betreten und irgendwas daran ist merkwürdig. Sollen wir weitergehen oder können wir jetzt zurück? Wenn wir seinen Typen finden, ne? Okay, die sind creepy und die weinen hier alle. Jawoll, eine Mahlzeit. Wow, wow, wow. Geh mir aus dem Weg. Zack. Weg mit dir. So, was haben wir hier? Hier ist keiner, gut. It is quite peculiar, the happenings I've been made to witness for my supernatural longevity. I am thinking of one unfortunate phenomenon in particular, of unique interest to my station, both as a professional and as a sufferer of this vampiric condition. It seems the stream of time has begun to erode the moorings of my chosen course of study, for the methodologies that gave birth to psychology are slowly disappearing. I find myself in an era that overlooks the physical component of psychological pathology time and again in favor of the sophistic practices of Freud. Phrenology, dactopintalism, and the rest of the old guard has fallen by the wayside, its champions all silenced in death, with my unique exception. Would that I could make my voice heard again, although it may be suspicious should I return to popular medical discourse 50 years after my apparent death. No, better that I continue my studies into the psychoses in secret. One day, may I hold up my own cure as validation of the methods. I am confident no cure for my condition or that of my beloved wife lies within our figurative minds, waiting to be unlocked by the correct combination of memories recovered from our childhoods. And I'm most certain it has nothing to do with the relationship between myself, my parents, and my genitals. Sorry, Sigmund, but I choose to stay my course. In time, too, may your star fade and disappear. Bist du das? Wenn ja, bist du ein bisschen creepy. So, was haben wir denn hier? Abgeschlossen. Okay. Diese Musik, ey. Darf ich nicht ran? Schade. Okay, sind alle ein bisschen verrückt. Hab ich das so richtig verstanden? Another unfortunate casualty to tide of time, insane asylums. I lament their loss not only as brokerage houses for the breadth and depth of human psychoses, but also I shall mourn the disappearance of that peculiar environment present only in an insane asylum. That palpable atmosphere of blistered brains and churning bowels, the odoriferous mélange of freely flowing bodily humors, that gently rolling cacophony of distant sobs and screams, the muttered cursing at perceived enemies, and the blissful gurgling of the lobotomized.
like a newborn babe discovering the sky. I shall still find test subjects as surely as I find bloody sustenance in the night, but this climate, I fear, may never be replicated. Okay. Da spielt ein bisschen mit den Psychen der Leute rum. So, weg mit dir. Was haben wir hier? Wahrnehmung schärft den Geist und herrscht über die Grenzen der Zeit. Zeit lässt Wahrnehmung ermüden und verfälscht den Geist. Der Geist ist launisch und wirkt in vielerlei Hinsicht auf Wahrnehmung, Zeit und den Geist selbst. Harmonie bringt Fortschritt. Das ist wahrscheinlich ein Hinweis für uns. Zirkusartist. Was zum... Ups, Inventar. Der Stern liegt unterhalb ihrer Fähigkeiten. Wow. Biografie der Zirkusartistin Scarlett Torxen. Die perforierte Frau. Aha. Von 1930. Besser bekannt als Assistentin von Shaky Seal. Manfredi. Dem berüchtigsten epileptischen Messerwerfer. Dieses Buch erhöht ihr Talent ausweichen. Wie hoch ist denn unser Ausweichen? Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Schlagschaden, tödlicher Schaden, hä? Schwer heilbar. Ausweichen. Ausweichen? Ausflüchten, ne. Wo ist denn Ausweichen? Da. Wow. Wir hätten das nie höher machen müssen. Einschüchtern ist irgendwie doof. Naja, gut. Sieht aber schon cool aus, ne? Wenn man so nach oben guckt und so. Gefällt mir. So. Das ist eine Sanduhr. Das ist ein Auge. Das war jetzt einfach. Was soll da oben sein? Hm. Ah, ich kann hier hoch. Okay. Einmal nur da und da. Ich hätte das jetzt einmal so lange ausprobiert, bis es funktioniert hätte. Hallo? Geh auf. Darf ich nicht? Hä? Was bringt mir das denn, wenn ich da nicht hoch kann? Sonst war es das, ne? Hm. Oder ist woanders was aufgegangen? Hier nicht. Ja, hier kriege ich mal kurz durch. Ist das vielleicht auf diese Seite jetzt aufgegangen, oder? Ja. Zack. Checkst du eh nichts mehr hier. Ah, wieso nicht? Dann halt nicht. Auch ja zu stechen. Ah, die wehrt sich. Wow, 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 zwei. Au. Geh weg. Die haben alle Messer. Wow. Okay, können wir hier durch? Nein. Auch verschlossen. Okay. Wo war das jetzt? Wieder auf der anderen Seite? Oder oben? Wie gehen wir nach oben? Nee, das ist das hier gewesen. Hallo. Danke. Na komm. Ich hänge hier schon wieder fest, oder was? Ah. Für ein Leichen. Wow. Was ist mit denen? Bist du tot? Ja. Aber erstmal hören wir uns das an. Mann, hier sind viel zu viele Sachen, die ich anhören muss. Often I reflect with great regret on the missed opportunity that was my infector.
Had I been conscious after the attack, I could have stopped the orderlies from locking her in the roaming pen. What I would give for just one interview, a few simple questions of the plague-ridden woman who met her end that dawn. Of course, there is no guarantee she would have been any more helpful than my current crop of test subjects, mewling wretches. Few could be called enthusiastic. Given the nature of the tests, I cannot expect the same fervor from all, but a modicum of cooperation would be appreciated. Animals. The one called John went so far as to gnaw off his arm and escape into the floorboards like some feral rodent. I still hear him scurrying about at night. He must be making an atrocious mess in there. Ah. Er ist echt wahnsinnig, der Typ. Komplett wahnsinnig. My studies proceed at a languid pace. I'm mired in a foul ennui as my wife's illness advances. My subjects grow restless without proper supervision, but I cannot pull myself back from this black depression. How many nights I've wasted now, gazing from the tower walk, pondering the frailty of existence. Aber also nur seine Frau retten, dafür hat er sich ganze Experimente gemacht, so wie ich das verstehe. So, gehen wir doch mal nach oben. Ah, schicker Ausblick. Ah, doch, gefällt mir. Und hier wieder runter. Ah, super. Das lohnt sich ja. Ich hätte auch unten einfach einen Gang rüber machen können. Ist hier was runter? Nein. Hallo, keine Festobjekte. Ach, so viele Messer. Cool, wenn man die alle aussammeln könnte, um sie zu verkaufen oder so. Ist nichts. Noch mehr Verrückte. Ja, komm her. Ich höre euch gar nicht. What zum? Haha, ich kann da durchschlagen, geil. Ey, wahnsinnigen. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Die machen schwer heilbaren Schaden, das gefällt mir nicht. Die kommen mir natürlich nicht klar. So, stirb. Wow, was hält die aus? Danke. Ist der Raum sauber? Ja, was liegt hier? Ein halber Mensch. Na gut, kann man machen. So, kommen wir erstmal in die erste Tür. Was haben wir hier? Hier kamen wir her und sind dann hochgegangen, okay. Warum sind wir da durch? Da hoch? Irgendwo rüber und dann wieder zurück? Hm. Verstehe ich nicht. Na gut. Was haben wir hier? Abgeschlossen, ne? Ja. Müssen wir wahrscheinlich wieder noch ein kleines Rätsel machen. Aha. Nochmal die Tür. Wow. Wie unnütz. So, was haben wir hier? Hi, ihr Verrückten. Autsch. Bist du wohl... Hä? Ich stehe doch da gar nicht mehr. After decades of solitary study into this affliction, I have learned that it is by no means mine alone. Indeed, the city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact.
They are an understandably standoffish sort, by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism, which apparently comes in a multitude of strains, each with a spectacular set of symptoms such as invisibility and even a sort of lycanthropy. Through numerous official interactions with the governing body of this secret society, I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition is woefully lacking and mired in suspicion and pseudo-religious dogma that would make a Turk balk for its strictures. Indeed, they seemed impressed with my studies and the eloquence with which I was able to present them. Apparently, the typical sufferer of my particular strain of vampirism is far from the vanguard of the King's English. So impressed were they that they even offered me an office in their government, a rather high office by the sound of things. I believe I shall accept. If nothing else, it should provide a lofty vantage point from which to observe the breadth and epidemiology of the affliction so that I may move more expeditiously toward a cure. Aha, das ist also noch vor seiner Zeit wahrscheinlich, bevor er zum Vampir wurde. Was mit euch jetzt? Ich durch? Hallo? Was war das? Ah. Das ist gar kein echter... Kein echter Spiegel. Cool gemacht. Oh yeah. Läuft. Wow, 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 kommst du her? Wirst du wohl dich schlagen lassen? Na, stirb. So, haben wir hier was? Nein. Diese Treppe sieht irgendwie merkwürdig aus. Genau das Stück. Schlecht beleuchtet oder ganz komisch. Okay, keine Überraschung. Oh, das ist vor oben in der Bücherei. Schalter? Nee. Hm, hier wollten wir doch eh hin. Chaos, wie auch der Geist, kann nur durch die Wissenschaft verstanden werden. Ordnung dagegen ist immer nur so gut wie die Wahrnehmung derselben. Zeit ist der Schlüssel, der die zwei verbindet und Zeuge wird, wie sie kommen und gehen. Mit diesem Rätsel kann ich doch eh wieder nichts anfangen. Ich werde da so lange dann rumtüdeln, bis es fertig ist. I have accepted the role of Primogen for Clan Malkavian, the dreadfully winsome label applied to the particular strain of vampirism I suffer, so named for some supposed vampire father figure of old, or poppycock grown from a backward culture that seems interminably drawn to children's tales and the fiction of Victorian romance when it should concern itself with the science behind their suffering. No matter. For I have taken this office for no greater reason than to advance my research. I must make mention, however, that even among my would-be peers in this governing body of vampires, the level of paranoia and superstition is frightening. Their intelligence is not the question, no, indeed. As they courted me for this appointment, I had to suspect that their overtures were hand-tailored to what must be my obvious infatuation with reason, for the devil would do well to have such honey-tongued tempters. Even so, I could not help but notice the dressing of language these vampire leaders chose for their siren song. Whether it is born of habit, from addressing their unwashed, ill-educated subjects, or from their own deep-seated beliefs, their linguistic flourishes belie a faith in superstition over the providence of empirical reason that must be an all-pervasive theme in this society of darkest night. Damn it all, now I'm doing it too. Okay. Okay, den rechten anmachen und dann den rechten benutzen. Das war jetzt nicht so schwer. So. Erstmal machen wir uns Abkürzung auf.
Da kommen wir aber jetzt mal nicht durch. Da kann ich durch. Hoffentlich hier komme ich doch her. Genau, so, so, so. Ach, das da unten ist jetzt auf, ne? Ne, von da kam ich, oder? Oh, ich bin verwirrt, wo ist denn das jetzt aufgegangen? Soll ich nach unten? Ah, hier ist es aufgegangen, alles klar. Wow! Geht's dir gut? Was steht da? Tarulzahn? Tarulzahn. Jetzt wirst du, was dieser Tarulzahn macht, dann. Und den hier noch, ne? Oder nicht? Okay. Aha, jetzt haben wir da aus. Jetzt kommen wir weiter. Tarulzahn. Was macht das Ding denn? Dieser schwere Fangzahn kann nur einem wilden Raubtier gehört haben. Sie zu beruhigen. Hä? Sie sind beruhigt. Hä? Achso, sie sind beruhigt. Dass es jetzt eines weniger davon gibt. Durch den Zahn nimmt ihr Risiko ab, in Raserei zu geraten. Ah. Cool. Soll ich das drücken? Okay. Und einer geht die Treppe runter. Gewonnene Erfahrung. Bin ich hier richtig? Bin ich hier falsch? Ich habe keine Ahnung. Dieses Haus irritiert mich ein wenig. Wo war das jetzt? So, wir haben also weniger Raserei jetzt. Das ist schon mal gut. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Hä? Hm. Genau, da kamen wir her. Das muss in dem großen Raum sein, oder? Das war bestimmt eine der Türen, die wir noch nicht öffnen konnten. Aber vielleicht nicht hier, vielleicht war das ja. Bin ich hier richtig? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Oder? Was haben wir hier unten? Einen leeren Raum. Du lebst ja noch! So, jetzt bist du hinüber. Sollte ich überhaupt schon nach unten gehen? Ich hab keine Ahnung. Das würde mich wahnsinnig machen, wenn ich hier drin leben würde. Ich gehe erstmal wieder nach oben. Ich glaube, das ist besser. Das ist ein neuer Bereich und den gucken wir erstmal oben an, bevor wir hier irgendwie was verpassen. Bei unten sieht das aus, als wenn es wirklich weitergeht. Können wir da durch? Fehlschlag. Komm schon, komm schon. Erfolg, perfekt. Ziemlich wichtig aus dieser Raum. Blut! Sehr gut. Ahnenblut sogar. Okay. Klingt wichtig. So. Aber von hier sind wir jetzt gekommen?
Ja, doch, 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 doch. Genau, das war ja von oben zu sehen, dass es dann da runter ging. Alles klar, gut. Sehr schön. So, dann gucken wir uns beim nächsten Mal hier ein bisschen weiter um und ja, bis dahin dann. Ciao.